Aló, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Ja, ich bin hier in Geismar. Das ist unterhalb von den IGS. Und was Sie so sehen, das ist diese schnell ein Fahrradschnellweg, die ja bei der Bau sich befindet. Und ich wurde kontaktiert von Anlieger von diesem schönen Verein, die hier gibt. Bei der, die haben einige Sachen so zu bemängeln. Und ja, und jetzt haben wir 4 Personen hier oder sogar 5. Die, ich werde jetzt so erfahren, da was passt nicht so in diese Planung hier. Hi. Hallo. Hallo. Erzähl mal, was passt für dich nicht bei dieser Planung hier? Bei der Planung von dieser Fahrradschnellstraße? Also ich denke mal, dass der Kleingartenverein hier zu schlecht informiert worden ist. Es gibt sicherlich vielleicht Pläne, die gezeigt wurden, aber was man jetzt sieht, ist eine ganz andere Sache. Das sieht also so aus, als würde sozusagen wie soll ich sagen, eine Riesenstufe entstehen. Und es war davon die Rede, dass die Baufirma sich hier anstrengen wird, dass die Kleingärtner, die jetzt direkt hier die Gartentüren haben, dass denen geholfen wird. Aber da ist letztendlich gibt es dazu keine Vorstellungen. Und wenn man jetzt die Baustelle sieht, wird sie immer mehr von der Dimension her so, dass man sich fragt, was wollten Sie hier bauen? Also das, was wir erwartet haben, wäre deutlich kleiner ausgefallen. Es war ja von einem Fahrradweg die Rede und von einigen wenigen Parkplätzen, die man auch haben wollte, was ja auch ganz praktisch ist. Und wahrscheinlich entspricht das durchaus guten Vorschriften hier. Und ich weiß auch noch, dass ich mit Leuten hier gesprochen habe, die gesagt haben, naja, das liegt unter anderem, das Problem könnte auch darin bestehen, dass der Graben tief genug sein muss, weshalb man das Ganze nicht flacher legen konnte. Aber was ich mich natürlich frage und andere auch, ist, inwieweit es so eine Umweltverträglichkeitsprüfung gab, wie das mit dem Grundwasserspiegel ist, inwieweit wird sich das auf das Wasser im Kleingartenverein auswirkt zum Beispiel. Ja? Ob das dann schneller trocken fällt, wenn es heiß ist. Und die Asphaltierung ist sicherlich auch nötig, aber nicht wünschenswert. Ja, Ja, klar, das passt nicht. vor allen Dingen in dem Umfang muss ein Radweg so breit sein. Ja, wir spüren den Klimawandel im Grunde hautnah. Wir haben eine Hitzewelle, es regnet nicht. So eine Asphaltstraße, die hier 3 Meter breit ist, wird sich aufheizen im Sommer. Wir werden es hier deutlich heißer haben in Zukunft. Dieser Bereich, der vorher grün war, wird auch mit Pflasterstein dicht zu sein. Und das passt für mich einfach nicht zusammen. Ich fahre Fahrrad, ich fahre hier, solange ich hier wohne, seit 20 Jahren. Mit dem Fahrrad nutze ich diesen Weg und sehe auch, wie gut die gemeinschaftliche Nutzung funktioniert. Von Personen, die zu Fuß gehen, die ihre Hunde ausführen, ältere Menschen, der war rollatorfähig, der Weg. Sicher nicht an jeder Stelle immer perfekt, aber ich bin sehr der Meinung, dass man das auch weiterhin mit einer wassergebundenen Decke sehr gut hätte ja, weiter haben können. Und wenn Radweg asphaltiert, dann warum so breit? Das ist meine Frage. Was haben Sie so Also auszusetzen? ich frage mich, warum das eine Hochstraße werden sollte, warum man das nicht so hätte machen können wie eine Großkotstraße. Da ist ja auch ein gepflasterter Fußweg und ein Radweg. Und ich denke, das wäre die Dimension, die auch hier angemessen wäre. Und ich frage mich, warum eine Stadt, die hochverschuldet ist, dass sie sich mit anderen Städten oder Landkreisen oder Kreisen zusammenschließen muss, um Schulden loszuwerden, so viel Geld hier in so eine, sagen wir, Straße vierter oder fünfter Ordnung investieren will. Welchen Anteil die Baufirmen haben und welchen Anteil die Planungsfirmen haben, das würde mich gerne mal interessieren, weil ja die Planungsfirma auch an den Ausgaben prozentual beteiligt ist, soweit ich das weiß, wenn das richtig ist. Wurden Sie als Anlieger auch in der Planung einbezogen? Nein, ich habe meinen Garten erst ein Jahr und ich habe das dann im Herbst erst gehört, dass hier überhaupt was gebaut wurde. Leider hat sich meines Erachtens auch der Verein nicht entsprechend gekümmert und ich denke, da ist einiges schiefgelaufen auf beiden Seiten. Ja. Ist das Ihr Garten? Ja? Ja, wie sehen Sie da? Was sagen Sie dazu? Gucken Sie mal so tief, wie das Ich ist. sag's Ihnen gleich was.
Die Firma ist mit Bauingenieur. Vielleicht auf der Kamera? Ja, ja. Also. Vielleicht sagst du auch hier, guck mal, das ist nein, nein. So, sind die tief. Gucken Sie mal, wie tief das ist. Ich gehe schon weg. Ich bringe das, ich beweise Ihnen das gleich. Ja. Weil ich so Wasserwagen habe, 2 Meter lang. Da kann ich Ihnen sagen, wie tief das ist. Das ist die, von der Stadt Göttingen ist jemand hier gewesen. Dann der Bauingenieur. Und mein Freund oder Gartennachbar hat mit denen gesprochen, wie das alles gemacht werden soll. Aber bei ihm, die Tiefe ist nicht so groß wie bei mir. Und sie wollen von dem Pfosten bis im Garten nur 2 Meter weit gehen. Kann man überhaupt die Tür aufmachen? Ja, machen Sie auf. Schieben Sie. Okay. Oh. Nee, schieben Sie dort, in diese Richtung. Und wenn ich dort jetzt 2 Meter nur gehe und bis hier, das sind 3 Meter. 3 Meter und ich beweise Ihnen, sind es, glaube ich, 70 oder 80 Zentimeter Höhe Unterschied. Das ist gefährlich, ich weiß es. Bei mir sind es 72 Zentimeter, ich habe das schon gemessen. Bei mir sind es 80. Ja. Deswegen kann man nicht bei mir 2 Meter nur weitergehen wie bei den Nachbarn, weil es dort nicht so tief ist, sondern mindestens 3 Meter. Und man hat mir früher gesagt, die Stadt muss sparen. Sparen, der Vorarbeiter von der Firma hier. Auf unsere Unkosten. Ich werde immer älter. Schauen Sie, was mir gefällt. 40 Grad vielleicht. Ja. Und ich soll dann ausrutschen, ins Krankenhaus gehen, weil Stadt sparen will. Sie sollen die Baudezernentin da das Geld nehmen, die 400.000. Ja. Ja? Und ich bringe Ihnen gleich, Wasser, weil ich zeige Ihnen die Höhe. Ja. Gut, okay. Ja. Ich wollte da jemand von der Entschuldigung. Ich wollte da, haben Sie auch hier einen Garten? Ja. Weil ich mich oder mit Ihnen kann ich mich vielleicht in Kontakt setzen. Ich wollte die ganze Chefin mal anrufen, weil sie uns damals versprochen hat, dass wir keine Unkosten tragen werden. Ihr sagt mir, diese, von der Stadt, hier kommen 2 Pfosten. Ich muss mich selbst kaufen. Und das andere, das Metall, wie das heißt, so Ding, ich muss mir auch alles kaufen. Die Rampe auch? Nein, das kommt nur Schotter. Und den Rest soll ich mir selbst machen. Dann ist die Verletzungsgefahr auch sehr groß. Weil das Gefälle sehr groß ist. Und Sie fotografieren mich mit dieser Arbeitshose. Ich bringe gleich die Wasserwanne. Okay. Und das kann ich nicht nachvollziehen, wenn da noch Bauingenieur ist. Er hat auch Wissen. Ja. Eben, scheinbar nicht. Ja. Also diese, und da wandert er in die Stadt, die immer sparen will. Ja. Das ist für uns eben auch eine große Frage, dass die ganzen Gärten hier oben... Sie sind Frau Doktor, ich zeige es Ihnen. Nein, genau. Moment. Sie haben den Titel. Ja, eine andere Problematik, die ich auch mitbekommen habe, ja klar, ist das mit den Tieren. Die Tiere, die hier, da haben wir eine Quelle hier, auf dieser Seite. Das macht uns große Sorgen, weil wir denken, dass die Tiere einfach keinen Lebensraum mehr haben, sondern ihr Lebensraum eingeschränkt wird. Und das führte dazu, dass die Tiere sich frei bewegt haben, auch in die Gärten reingegangen sind, zum Beispiel Frösche und so weiter, viel mehr Raum hatten. Aber wenn wir hier asphaltieren, alles voll betonieren, dann haben die Tiere keinen Lebensraum mehr. Das macht uns sehr viel Sorgen. Und so von meinem Wissen ist das so, das sind auch besondere Tiere, die das hier leben, ihr Habitat haben. Genau, deswegen haben wir ja auch hier den Kleingarten, damit die Tiere auch ihren Lebensraum haben und auch divers mehrere Arten von Tieren hier leben können. Ja. Ist noch vor zum Schluss noch was von euch? Ja, ich würde hoffen. Achso, vielleicht auch die Kamerafrau, yes. Bitte. Ja, ich frage mich auf dieser 500 Meter langen Strecke, was da für eine Aufenthaltsqualität der Stadt oder im Stadtraum genommen wird und nur im Sinne der Mobilität gedacht wird. Diese lange Strecke bietet keinerlei Möglichkeiten, irgendwie sie geruhsam lang zu gehen. Pralle Sonne, kein einziger Baum ist geplant, kein Grünstreifen. Die Grünstreifen, die vorab an beiden Seiten waren, sind verschwunden. Die wassergebundene Decke ist verschwunden. Der Raum war vorher frei nutzbar. Irgendwie, es hat gut funktioniert für Fußgänger, Fahrradfahrer, hatten wir schon gesagt. Aber so ist keine Aufenthaltsqualität geschaffen auf dieser langen Fläche. Damit schafft man die Verkehrswende auch nicht. Damit produziert man Verkehr, weil man aus der Stadt eigentlich nur noch raus möchte. Und wo setzt man sich dann rein? Ja, und Unmut bei der Bevölkerung. Ja, so gut. Noch so ein letztes Wort von euch, jemanden von euch? Also ich denke, dass man das jedenfalls hätte besser machen können.
Ich komme aus dem Osten und da hat man sowas nicht gemacht. Ja, okay. Also, ich denke, wenn der Gartenfreund jetzt die Wasserwaage holt, ne? Und wir das jetzt nochmal sehen. Ah ja, weil sozusagen, man kann natürlich jetzt sicherlich sich nochmal Mühe geben, ja? Und bei der Umsetzung dieser Anpassungen, ja, ein bisschen mit mehr Einfühlungsvermögen arbeiten. Also, dass man erstmal dieses Problem hinkriegt. Ja? Gut. Ja. Okay, zeigen Sie mal bitte. Ich bin überzeugt. Wenn ich jetzt hier Wasserwaage habe, das ist zu Wasser jetzt. Da sehen Sie die Höhe, 88. Nee, Sie müssen unten messen. Wie unten? Unten. Ist hier. Nein, die Unterkante von der Wasserwaage. Ah, die Unterkante. Das ist Wasserwaage, das ist Wasser. Ja. Gut, okay, und weiter? 88 cm Höhe. Ja. Und dann die 88 cm Unterschied werden verteilt auf 3 Meter. Was für Gefälle habe ich? Gibt es überhaupt so ein Gesetz, dass es erlaubt ist? Ich akzeptiere das nicht, dass die Stadt kein Geld hat oder wenig Geld hat und sparen muss. Nein. Ja. Genau. Gut. Wünschend wäre auch eigentlich in der jetzigen Planung noch zu überdenken, kann man diese Asphaltschneise mit etwas Grün, mit einigen Bäumen, kann man das noch verbessern an einigen Stellen? Vielleicht Aussparungen mit Zugang zum Wasser für Mensch und Tier, dass hier ein bisschen Aufenthaltsqualität geschaffen wird und nicht nur Mobilität stattfinden kann. Wobei wir einen Radschnellweg eine Straße weiter haben. Wissen Sie was, vor ein paar Jahren, wird Sie die Frau Doktor auch noch erinnern? Ja, bitte? Vor ein paar Jahren, wird Sie die Frau Doktor auch noch erinnern, dort in der Ecke war Wasser und Frösche. Ja. Sind die Besitzer von kleinen Teichen, von Garten gekommen, einmal auf von dort genommen, nach ein paar Jahren ist alles weg. So ist das Volk, so sind die Menschen. Wenn sie denen was hinstellen, was da ist, sie machen das kaputt. Wenn das, es hängt auch etwas Bildung dazu und Wissen. Und bei ihrem Garten ist es untergegangen. Was willst du machen? Ich habe, wenn Sie sich anschauen, was ich da im Gartenverein gesagt habe, was für Bienen gepflanzt. Gras und Blumen, was Baumarkt kostet, ein 750 Gramm von dem, 38 Euro habe ich bezahlt, dann ist es. Um die Natur etwas zu retten. Und das ja, aber für Gras und Bienen möchte ich auch noch mal was sagen. Hier gab es vorher breite Streifen, Brennnesseln, Gras, Gräser, die geblüht haben für Bienen, für Insekten, zur Erholung, für ein gutes Klima. Es ist jetzt bis zum Schluss ausgereizt in der Asphaltbreite. Und es sind nicht, wie man es in einer zeitgemäßen, zukunftsorientierten Planung vorsehen würde, Klimaschutz mitgedacht im Sinne von grünen Zonen für Bienen mit Wildblumen, Bäume für Schatten, Aufenthaltsqualität mit Sitzgelegenheiten, Abtreppung zum Wasser, dass wenn der Bach mal vollläuft, dann vielleicht auch in diesen Abtreppungen. Ja? So, okay, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, es war interessant für euch. Wie gesagt, das war hier, das ist hier in Geismar, unterhalb von der IGS. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima. Ciao.